Dunkwater Island ist seit dem 14. Jahrhundert bewohnt und noch immer durchdrungen von Erinnerungen an früheres Stammesleben. Bei aller Romantik dieser langsam verfallenen Zeugnisse naiver und primitiver Religionen darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände langer verlassener Höhlen. War es ein Gott des Meeres oder der Träume? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner, Nachkommen stolzer Walfänger, gedenken noch immer der geheimnisvollen und aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel vor der Küste Massachusetts. Atlas der Atlantischen Inseln. Sehr schön. Darkwater Island. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Denke ich auch mal. So, wir haben alles geschafft, jetzt müssen wir nur noch dahin reisen. Orte, genau, haben wir jetzt auch nochmal hier den Text. Mit Bild sogar. Hinweise. Ja, das Gemälde, alles klar. Gut. Dann können wir gehen, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben alles gesehen, ne? Mein schönes Büro, ich denke mal, dass vielleicht haben wir das auch das letzte Mal gesehen. Nochmal einen Schluck Whisky. Ach komm, hier. Für die guten Zeiten. Ist eh egal jetzt. Ihr habt doch schon mein Schicksal beeinflusst. Jetzt ist doch auch wurscht. Oh. 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 Jetzt kann ich nichts mehr trinken. Ich kann gar nichts mehr machen. Ist das mal. Habe ich jetzt mein Schicksal beeinflusst? I used to be an avid reader. Aber wir reden noch deutlich. Ist das Schicksal beeinflussen? Nein, ne? Scheiße, ich habe alles ausgetrunken. Das kann doch nicht gut gewesen sein. Ich hab doch gerade mein Todesurteil unterschrieben, indem ich jetzt besoffen dahin fahre. Alles klar, das Spiel wird wahrscheinlich jetzt unendlich schwer werden. Ich bin doch so ein Idiot. Ciao, ich gehe. Das war nicht gut. Kapitel 2. Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce Ermittlungen zu sein. Ja, und ich weiß nicht, es kann sein, dass ich das Spiel gerade für mich, wenn das mein Schicksal beeinflusst und ich nachher, glaube ich, irgendwie dumm werden kann, weil ich so viele Sachen begegne und immer ein bisschen mehr alles verschwimmt von der Realität, dann ist das wahrscheinlich nicht gut, wenn ich mich gerade betrunken habe. Wo meine Realität dann wahrscheinlich noch mehr durcheinander kommt. Apropos trinken, ich habe zwar keinen Alkohol hier, aber ich werde, weil ich so viel geredet habe, heute auch echt was trinken. Außerdem lädt es eh gerade. Ich kann nichts machen. Was soll ich machen? Ich kann mich nur betrinken in dieser Zeit. Während ich warte. Ja, ich warte immer noch. Dauert aber lange. So. Wahnsinn betreten. Focus Home Interactive präsentiert. Call of Chula. Nenne ich es einfach mal. Der wird nochmal herzlich
Skylar? Ja, ne, Skylar. Schöner Name für ein Boot, das gestrandet ist. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Neues Ziel mit Fitzroy sprechen, also mit dem Captain. Da liegt ein Nebenziel in die Bar gehen mit Bradley sprechen, alles klar. Da liegt ein toter Wal, Orca, Delfin, ich habe keine Ahnung. Das hatten wir doch alles schon. Das kommt mir sehr bekannt vor. Huh. Haben sie den gefangen? Ist der da irgendwie an Land geschwommen? Ich habe keine Ahnung. Denn ist eine Statue oder sowas, würde ich mir gerne ansehen. Der Leuchtturm ist halt sehr schön, ne? So, ich würde sagen, wir gucken uns vorher erstmal um. Bevor wir mit Fitzroy sprechen, das ist ja der Hafenkapitän hier. Hafenmeister, keine Ahnung. Werden wir uns natürlich erstmal mit in die Bar gehen und uns die anderen Sachen angucken. Also Nebenziele werde ich auf jeden Fall immer machen. Könnt ihr aber von ausgehen. Könnt ihr euch aber sicher sein, dass ich hier Nebenziele mache. Mache ich immer. So viel wie geht. So, während er seine Angel ins Wasser hält, kann ich nicht mehr zurück aufs Boot. Ja, dann fisch halt mal, ne? Ich bin viel, viel Glück. Petri, heil. So. Welcome to Darkwater. So. Ich gucke erstmal, was da hinten mit dem Fisch los ist. Da hinten ist auch eine Menschenraube. Das ist ja die Bar. Na, was macht ihr denn hier? Can't you go any faster? You see how old this thing is? If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know. Or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah. Ah, die wiederholen sich. Die wollen jetzt den toten Fisch wieder in das Wasser lassen? Seid ihr komplett irre? Das weiß sogar ich und ich bin kein Fischer. Dass das nicht sinnvoll ist. Klappt eh nicht, ne? Ist scheiße, ne? Was ist denn das? Hat das jemand... Oh, hier sind Krabben. Hat das jemand irgendwie aufgeschnitten oder gefangen oder was? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Und das bin ich leider noch nicht. Gerade eine Errungenschaft dafür gekriegt. Sehr cool. Ich kann mit dem hier sprechen. Was ist denn los hier? The same goes for you, sir. Move along. Mit Bradley sprechen, ne? Das ist der hier. Die Seemänner regen sich wegen Nichtigkeiten auf. Sie sind dem nicht gewachsen. Ich glaube den Leuten.
Es ist aber scheiße, wenn ich jetzt erstmal den Officer auch nochmal gegen mich aufbringe. Ich bin noch nie angekommen, aber erstmal die Polizei gegen mich aufhetzen. Das ist richtig gut. Aber ich bin auf der Seite der Fischer, von daher, ich werde nicht die Klappe halten. Was ist eigentlich mit dem da hinten? Das ist toll, wenn ich das mit dem Finger auf den zeige, aber da, in der Richtung. Da hoch, so heißt er? Nee, da hoch. Da, der da oben. Was macht er denn da? Ich kann auch einfach mit der Maus drauf zeigen. Don't treat me like another one of these locals. You're completely overwhelmed. And you could do with reinforcements. What are you thinking? That you can call the National Guard to an island like Dogwater? Ich bin sowas wie die Nationalgarde. For a stranded fish? Gosh darn, Mr. Not like another one of these locals. Go give your valuable advice somewhere else, huh? Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Don't put that beast back in the water. Scheiße, ich glaube, ich hab's verkackt. Ich hätte wahrscheinlich mit ihm reden müssen. They can't understand. What could have done so much damage? Das verstehe ich auch nicht. You can't understand. You're not. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. You can see that I'm busy, can't you? You can't. Nein. Jetzt kann ich ihn wegen dem Lager aus nicht fragen. Ah, scheiße. Na, egal. Aber habe ich das Nebenziel abgeschlossen damit? Warum muss ich immer J drücken? Das mache ich voll weh. Mit Bradley sprechen, alles klar. Bei meiner Ankunft auf Darkwater sah ich dichte Wolken am Himmel. Sie hingen so tief, als wollten sie sich auf die spitzen Klippen rund um die Insel aufspießen. Fitzroy, der Kapitän, der einzigen Nussschale dieses Bissers Festlandschaft, bot mir Hilfe an. Er könnte Unterlagen besitzen, die Charles Hawkins gehört haben können. Fitzroy hat mir geraten, der Hafenbar einen Besuch abzustatten. Er erwähnte einen kleinen Aufräumer. Ich schätze, ich könnte mir dabei auch gleich einen Überblick über die Insel verschaffen. Fischer haben sich um die Kadaver eines Killerwals versammelt. Das könnte ich mir mal ansehen und hören, was die örtliche Polizei zu sagen hat. Captain Fitzroy hat mir angeboten, mir seine Funde zu den Hawkins aus den Archiven des Büros des Hafenmeisters zu zeigen. Ja, das weiß ich doch. Das hat hier nichts gebracht. Okay. So. Pierce ist schlauer geworden in Medizinkunde, ne? Ich habe aber keine Punkte, oder? Doch, ein verfügbarer Charakterpunkt. Hä, aber nur 4 für? Ah, das kann ich ja nicht machen. Das kann ich nur durch das Entdecken von Objekten machen, wie dem Fisch zum Beispiel. Ich könnte aber hier noch einen Punkt irgendwo vergeben. Ja, aber das behalte ich jetzt erstmal. Die anderen musste ich ja vergeben. So, Orte. Bei der Einfahrt in den Hafen von Darkwater kommt man noch immer am Wrack des Skylar vorbei, dem letzten Walfangschiff, das einen Fang heimbrachte. Seeleute laufen auf der Suche nach kleinen Tagesjobs am Hafen herum. Eine Schmugglerbande hat sich hier niedergelassen und dringt langsam in das Gebiet von Captain Fitzroy vor, dem letzten Seemann, dessen Boot die Reise zwischen der Insel und dem Festland bewältigen kann. Das goldene Zeitalter des Walfangs ist hier noch eine ferne Erinnerung. Okay. Das ist der gestrandete Wal, da kann man reingehen. Ich gucke erstmal, was sich da hinten für Leute versammelt haben. Sieht aber aus, als käme ich da nicht durch. You bilge rats don't scare me. What did he call us just now? I said you were a bilge rat. And even a poxed limpet. You think we don't know what you're doing? Hidden in the fog? I'll shut up your big mouth once and for all. Optimistic. Schlägerei, Schläger. Ich bin mischen. Stupid or what? Even your captain told you not to stick your noses round here again. This isn't your home, you bunch of sand crabs. We go where we want. Hey, you'll get us into trouble. You're already in trouble. Come on, can we sort this out? You can see he's half drunk. There's nothing for you here either. Out. Beat your it. Your chum wanted to stir us up. Ich soll da noch nicht hingehen, verstehe ich. Hey, wer bist du? Ich will gar nicht wissen, wer du bist. Was ist er denn? So, gehen wir mal in die Bar. Es ist offen. Oh, hier, guck mal. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ja, okay. Ja, die haben es einfach mit Harpunen abgeschossen. Der gestrandete Wal seit 1772. Das ist schön. Gibt schon eine Weile. Hoffentlich sind die Getränke nicht genauso alt.
Guten Tag. Guten Tag. Oh, man kann reingucken, das ist cool. Ihr redet aber nicht mit mir, das ist auch mir recht. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Ich bin bestimmt nicht der Störenfried. Redende halten, um Redegewandtheit zu testen. Halten, um Stärke zu testen. Ich habe ja Redegewandtheit geskillt. Ich teste es mal sehen, was testen heißt. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure rises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Sie? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about it? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Es ist schön, dass das funktioniert. Weißt du, ich habe in diesem Auswahlmenü mehr über Sarah Hawkins herausfinden stehen gehabt. Sie haben nie ihren Namen ausgesprochen, aber er wusste sofort, worum es geht. Das Spiel? Hallo? Ich meine, der sieht ja nicht mein Auswahlmenü. Der weiß ja nicht, was ich vorhabe. Aber der kann doch nicht einfach davon ausgehen, nur weil ich sage, ich habe ihren Namen doch gar nicht genannt. Und er sagt, ja, ach, sie war eine gute Künstlerin. Reden Sie, das hilft Psychologie. Profi bitte ich aber, glaube ich, nicht, ne? Ich mach's mal mit den anderen, ne? Solange es geht. Her style made her famous. How would you describe it? Torture? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. Mm. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? Spooky. So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her doctor very often. She was sick. Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. Hm, scheiße. Ich bin kein Profi, deswegen, glaube ich. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey?
Klar, so viel Whisky wie ich trinke, ist die Flasche auch egal. Okay, genug von Sarah. I've got what I need. Anything else? Na klar. Ja, da können wir vielleicht nochmal irgendwie, wenn wir ein bisschen geschickter sind, vielleicht können wir später dann nochmal fragen, wenn wir das überhaupt brauchen. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. Der Mangel ist hier. Yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Was für Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Brauchst du nicht. Anything else? Das hat schon gereicht. Ja, ich hätte gerne einen Drink. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Ich krieg also keinen Drink, Arschloch. That'll be all for now. So. Also. Ja, ich muss jetzt mit Fitzroy reden. Okay, Pierce. Kann ich noch so ein bisschen, aber habe ich nur einen Punkt. So, Darkwater. Hier. 55 ist Roy Mitchell, mit dem wir eben gesprochen haben. Er ist der Besitzer der Bar zum gestrandeten Wal. Roy Mitchell betreibt die einzige Bar auf Darkwater. Das Alkoholverbot wird in seinem Lokal zum gestrandeten Wal gepflegt ignoriert und Matrosen suchen Trost in Mitchells Whisky. Deshalb kennt dieser Mann besser als jeder andere die Geheimnisse und Gerüchte, die die Einwohner der Insel nach ein paar Gläsern ausplaudern. Mitchell hat sich ausgiebig dem goldenen Zeitalter des Walfangs gewidmet, wie man an den zahlreichen Trophäen in seiner Bar erkennen kann. Er spricht mit Freude über dieses Thema, wäre aber weitaus weniger auskunftsfreudig, würde man sich nach seiner Alkoholquelle erkundigen. Tja. Achso, ja, Orte haben wir hier auch. Genau, die Bar. Eine Bar, in der Alkohol in völliger Straffreiheit serviert wird, ist das Letzte, was ich auf dieser Insel erwartet hätte. Zum gestrandeten Wal heißt die Schenke, die mit einer eiserner Hand vom Besitzer, einem gewissen Mitchell, geleitet wird. Er duldet keine Unruhestifter und schützt hartnäckig die Identität seines Lieferanten. Alle Bewohner der Gegend treffen sich hier und es scheint sogar eine Art Waffenstillstand zwischen den Schmugglern und den Seeleuten zu geben. Was natürlich wunderbar ist, finde ich ganz toll. So, Kapitel 1, Hinweise. Achso, ja. Kapitel 2 Hinweise, Inventar.